Starke Worte von Inter Larik. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Also, ich verstehe Sie richtig, wenn Sie nicht Boxer, sondern Bundestrainer wären. Und Sie haben ja eine Fußballvergangenheit durchaus. Ja. Sie hätten die beiden Jungs aus dem Kader gestrichen. Ja, Fußballer haben doch eine Vorbildsfunktion. Und man darf nicht vergessen, Fußballer tragen auch das Zeichen der FIFA Respekt. Und vor was haben die Respekt? So viele Menschen sitzen unschuldig in Gefängnissen. So viele Menschen sind deswegen Herrn Erdogan gestorben. Wie wollen Özil oder Gündoğan das den Familien denn erklären? Aber mal weitergedacht, wäre das passiert, hätte Erdogan jetzt im Grunde zwei Märtyrer, die seinetwegen geächtet werden in Deutschland. Die AfD bekäme Rückenwind für ihren feuchten Traum einer bio-deutschen Nationalmannschaft. Also im Endeffekt hätte das doch auch viel Schaden angerichtet. Natürlich, der Herr Erdogan ist ja nicht dumm, er hat es sehr schlau gemacht. Er kann in Deutschland keine Reden halten. Was hat er gemacht? Er hat sich zwei populäre Fußballer ausgesucht, um wieder seine türkischen Landsleute hier in Deutschland zu erreichen. Er provoziert und Provokation ist die beste Werbung. Die beiden haben sich ja zu Wort gemeldet, zumindest Gündoğan sehr ausführlich und hat zur Rechtfertigung noch mal erklärt, sollten wir uns gegenüber dem Präsidenten des Heimatlandes unserer Familien etwa unhöflich verhalten. Bei aller berechtigten Kritik haben wir uns aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten und unseren türkischen Wurzeln auch als deutsche Staatsbürger für die Geste der Höflichkeit entschieden. Höflichkeit und Respekt vor türkischen Wurzeln zählt nicht? Der sollte wirklich seine Klappe halten. Wenn er sein Land so respektiert, dann hätte er auch für die türkische Nationalmannschaft spielen sollen. Er hat sich bewusst für Deutschland entschieden, also hat er auch das Land zu respektieren. Und man spuckt nicht auf die Hand, die einen ernährt. Und das ist Deutschland. Dazu muss man dann sagen, dass Sie als gebürtiger Bayer und doppelter Staatsbürger auch für die Türkei boxen. Das heißt, ja, ich habe mich bewusst für die Türkei entschieden, aber von mir werden Sie niemals sehen, dass ich mit einem Diktator treffe, der für die Welt nur Schlechtes tut. Was würde denn Jogi Löw zum Beispiel sagen? Würde denn ein deutscher Spieler jetzt Sympathie für Adolf Hitler empfinden? Würde das auch dann sagen, er ist ein Fußballer, ich rede dann mit ihm im Trainingslager? Aber türkische Boxerfolge sind natürlich auch Boxerfolge, die sich Erdogan quasi aufs Kaminsims stellen kann, die auch den Stolz auf seine Türkei nähren. Mit meinen Erfolgen kann er nicht feiern, weil er ist nicht mein Präsident. Er repräsentiert nicht das Land, das ich vertrete. Weil ich kenne Türkei schön, ich habe es in wunderschönen Erinnerungen und er hat alles kaputt gemacht. Sie sagen, es geht auch um den Respekt vor Deutschland, den Respekt vor dem Land, in dem man lebt, das einen ernährt. Aber Erdogan ist auch unter Türken in Deutschland wahnsinnig populär, hat auch bei den Wahlen hier enorme Ergebnisse eingefahren. Können Sie uns erklären, warum das so ist? Warum Menschen, die auch in Deutschland sozialisiert sind, solche Erdogan-Anhänger sind? Natürlich muss man auch ein bisschen sagen, da ist Deutschland selbst schuld. Also ich komme aus einer Generation, wir hatten Nazis als Lehrer. Ich komme aus Parsberg, ein kleines bayerisches Dorf. Wir wurden benachteiligt in der Arbeit, wir wurden benachteiligt, wenn wir in Diskus wollten, hieß es heute keine Ausländer. Aber ich habe halt irgendwann über den Tellerrand hinausgeschaut und habe gesagt, hey, wegen drei Deutschen werde ich doch jetzt nicht 80 Millionen verurteilen. Und manche haben sich halt die Wut hineingefressen. Jetzt kommt ein Bauer und spricht ihn genau aus der Seele. Und die sagen, hey, endlich mal einer, der so ist wie ich, einer, der so denkt wie ich. Wir müssen zu Erdogan halten. Und jede Provokation hilft ihm natürlich, weil umso mehr wir hier in Erdogan schlecht reden und erst recht wählen sie. Sie sind auch in einem Verfahren, es gibt einen Haftbefehl, es soll ein Verfahren gegen Sie geben. Also Erdogan hat Sie auch anzeigen lassen. Wie geht das eigentlich weiter? Also ist da schon das letzte Wort gesprochen? Ja, ich wurde angeklagt wegen Bedrohung des Präsidenten, weil ich einen Song gegen ihn gemacht habe. Ich habe gerappt. Sie wollen 15 Jahre für mich haben, aber mein Gott, das ist ein Traumwunsch für ihn. Solange ich nicht antrete, kann ich nichts machen. Ich bin hier im sicheren Land, wir leben unter Demokratie und ich genieße es. Heißt aber auch, dass Sie die Türkei momentan nicht betreten? Ich würde es eh nicht betreten, solange er Präsident ist. Also ein kontroverses Thema auch unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf Facebook und auf sterntv.de können Sie mitdiskutieren. Auch zur Frage, wie ist Gündoğans und Özils Auftritt bei Erdogan zu ahnden oder auch nicht. Ünsal Larik hat für sein Statement eigens seinen Griechenlandurlaub unterbrochen. dafür ganz herzlichen Dank, dass Sie trotzdem heute hier waren. Und jetzt wieder ganz schnell die Sonne. Danke fürs Hier sein.